Hallo Freunde, hier ist die Super Mario Bros. Super Show mit Luigi und diesem Bohnentypen da. Der sagt, wie läuft es denn so? Schau dir die Blüten an, wie sie sich drehen. Sowas bekommt ein Bohnenkönigreich nicht zu sehen. Manchmal denke ich, es ist toll, ein Abenteurer zu sein. Ah, nein, natürlich, wirklich. Oh Mann, der labert auch viel. Gut, was wollen wir machen? Das ist schon lange her, wir... Wow. Wisst ihr was, das ist wirklich lange her, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas, ich musste irgendeinen Typen jagen. Und dann ist irgendwas mit den Blüten passiert. Ich gehe mich jetzt mal umschauen. Ich erinnere mich halbwegs noch. Okay, da war ich zum Beispiel noch nicht in dieser Gegend. So, dann gucken wir doch mal, was es hier mit auf sich hat. Also. Ich kann hier nicht weiter. Weil das Tor geschlossen ist. Gut. Dann müssen wir halt woanders lang. Ich würde sagen, da wir rechts anscheinend weiter können, laut Karte, gehe ich nach links und gucke, ob es da irgendwie erstmal coole Sachen gibt. Also, ich wollte hier hoch, genau. Und deswegen, es gibt kein Wasser mehr und so. Und... Wer war da nochmal? Irgendjemand war da mit dem Kissen. Genau, dieser Bauarbeiter mit dem Kissen. Aber hier komme ich nicht durch. Ich glaube, ich brauche einen Hammer oder sowas. Also gehen wir da rechts lang. Ich weiß gar nicht mal. Warte mal, ist das ein... Ist hier sowas wie eine Bohne oder sowas, wie man da rausziehen kann? Denn wie den anderen Mario und Luigi spielen? Also hier kann ich auch nicht lang, glaube ich. Moment. Gehen hier drauf. Und dann da drauf. Und dann gehen wir da runter. So geht das. Da kriegen wir einen One-Up-Pilz. Aber das war's dann auch schon. Das war's dann wirklich schon. Okay, da können wir also auch nicht lang. Was hiermit? Die Traumwelt besuchen. Ja. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, oder? Ich meine, hier liegt einfach so ein Kissen rum. Machen wir das einfach mal. Okay. Wir sind... jetzt in einer Traumwelt. Und hier ist nochmal so ein cooler neuer Luigi-Mann. Und es ist windig. Oder? Soll es windig sein? Okay, hier war ich wirklich noch nicht. Was ist das denn? Ich wurde weggestoßen. Okay, ich muss also schön ausweichen immer. Ein bisschen Donkey Kong hier spielen. So, schon geschafft. Glaube ich mal. Okay, war es das jetzt? Das war wirklich einfach, wenn ja. Also diesmal ging es wirklich sehr schnell sogar. Hey, Kiste gerettet, 4. Okay, er leuchtet. Und das war schon. War ein kurzer Traum. Wir waren nicht mal eine Minute da drin. Okay, der Bildschirm wird mal weiß. Und hier sind wir draußen. Wir haben Luigi, also Traum-Luigi, nicht mal wirklich gebraucht. So, was ist denn mit dir, Kollege? Jawohl, das war doch mal ein Nickerchen. Ja, ein sehr kurzes. Was? Vor dem Schlafengehen hat es ja doch noch ganz anders ausgesehen. Moment, wie lange habe ich überhaupt geschlafen? Lang genug, sagt Mario. Ich war also gefangen, im Kissen vorm versteinert. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wie kann ich euch jemals dafür danken? Mach dieses Ding da hinten weg. Das Einzige, was ich kann, ist Sachen echt hoch in die Luft schleudern. Ja, das hinter dir, Mann. Zwar nicht viel, aber sag Bescheid, wenn ihr mal geschleudert werdet. Ach, ich soll geschleudert werden. Ja, dann schleuder mich. Hochschleudern bitte. Ach, da hoch. Sieht doch gut aus. A und B. Und schon hat er seinen Job erfüllt. Das heißt, ich kann jetzt hier entlang. Und, oh, da liegen einfach mal zwei Hämmer rum, die einfach mal gar keinem gehören. Du hast Hämmer gefunden. Bitte kein Tutorial dazu. Da sind sie ja. Irgendjemand gibt mir ein Tutorial. Der Blockmann. Das sind meine Hämmer. Hier waren die also. Nö, das sind jetzt meine, mein Freund. Ich habe die echt schon ewig gesucht. Was? Ihr wollt sie zurückgeben? Ja. Nein, eigentlich nicht. Also ich habe mir gerade einen neuen bestellt. Aber verratet der Blöcke nichts davon. Jedenfalls, jetzt wo ihr sie gefunden habt, verdient ihr natürlich auch eine Belohnung. Und zwar ein Tutorial, wie man diese Hämmer benutzt. Du hast jetzt wirklich Hämmer. Okay. Hämmer können sehr nützlich sein. Damit könnt ihr einen Felsen wie diesen hier mit einem einzigen Schlag zerbrechen. Zumindest dann, wenn ihr ihn an angeknacksten Stelle trifft. Ja, okay. Na egal, ich muss mal zurück an die Arbeit. Ja, genau, geh weg. Kein Tutorial. Oh, das Viech gibt mir ein Tutorial. Oh Mann. Gratis Hämmer, starke Sache. Das. Dann probieren wir den Hammer doch gleich einmal aus. Verwendet die R-Taste. Ich bin ja nicht von gestern. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will das nicht lesen. Ah, auf A mache ich das. Ja, okay, habe ich verstanden. Das weiß ich schon seit 2003. Nein, ich glaube, Mario und Luigi 1, klar, kam das 2003 raus, aber ich habe das erst später gespielt. Okay, wir schaffen das schon.
sagen wir seit 2006, weil ich habe eigentlich mit dem Release von Mario und Luigi 2 das angefangen zu spielen. So, jetzt kann ich auf R gehen, aber nur mit Mario kann. Okay, weil bei Superstar Saga zum Beispiel konnte ich mit Luigi dann auf Mario draufhauen und der wurde dann echt sauer. Achso, ich muss ihn so treffen. Und dann haben wir hier so ein Ding drin, den ersten Flügel. Leider habe ich vergessen, falls überhaupt gesagt wurde, wie viel wir davon suchen müssen. Also von der Seite geht also nichts. Ja gut, dann wissen wir das, ja. Dann muss ich mir jetzt mal einen alternativen Weg hier suchen. Und den kann ich nicht irgendwo reinlegen oder so. Okay, was mit dir, Mr. Panisch? Ja, ich weiß leider auch so ein Kopfhaus jetzt nicht, wie viele ich brauche. Hier komme ich auch nicht lang. Aber hier. Oh, sogar Geld. Und da liegt der zweite Flügel. Und ein kaputter Typ. Der ist natürlich jetzt erstmal wichtiger. Was ist mit dir, Jungspund? Stimme auf. Sicher ist ihm der Flügel auf den Kopf gefallen. Aber die Dinger sehen doch so leicht aus, da müsste er wirklich einen kritischen Punkt getroffen haben. Nö. Mario sieht das gar nicht an. Der hat nur geschlafen. Der Running Gag in diesem Spiel, würde ich mal sagen. Was für ein tolles Nickerchen. Was? Oh, hallo die Herren. Ich wollte gerade anfangen, das Unkraut zu jäten. Ja. Hey, wer ist der Kerl in Grün mit dem tollen Schnauzbart? Ach, ihr seid nur Besucher. Dann hätte ich ja weiter schlafen können. Oh, einen Moment. Der Kerl hat ein Nickerchen gemacht. Ein Glück, dass er nicht verletzt ist, oder? Ja, jetzt sammeln wir das Ding mal ein. Du hältst den zweiten Flügel. Wir haben jetzt beide Flügel. Bringen wir sie zurück, damit alles repariert werden kann. Okay, das machen wir. Ich kann jetzt auch hier lang, aber ich glaube, das soll jetzt nicht sein. Der hier kriegt die. Erstmal drehen. Habt ihr gesehen, wie Mario sich dabei gedreht hat? Richtiger Poser ist das. Ihr habt die Flügel für mich gefunden. Danke, endlich kann ich hier alles reparieren. Na dann mach mal. Und los geht's. Herr Blöckle, ich mache jetzt. Ich repariere die Flügel. Er springt einfach rein. Kriege ich jetzt mehr Gehalt, natürlich. Und zauberhafterweise sind sie wieder da. Oh Mann, wie schön. Das Ding funktioniert wieder. Ach, wahrscheinlich muss man immer gegenschlagen oder so. Das wäre jetzt geschafft. Ich weiß ja, dass ihr Jungs schon viel getan habt. Aber könnt ihr auch noch den Schalter an der Maschine betätigen? Haut einfach kräftig mit dem Hammer auf den Schalter. Jo, wird gemacht. Und schon geht das Wasser wieder. Und wir können da hoch. Alles klar, es hat funktioniert. Vielen Dank. Tatsächlich so gut wie neu. Geil. Jetzt kann ich ja hoch. Aber ich will trotzdem erstmal da lang gehen. Ich hoffe, hier kriege ich irgendwie Items. Gibt es hier Items? Hier ist ein Item. Eine Münze. Seht ihr, hat sich schon gelohnt. Und wir können den Weg hier aufschlagen. Wo auch nochmal eine Münze ist. Zwei Münzen sogar. Aber das war's dann. Den Knopf müssen wir von der anderen Seite drücken. Auch wenn ich irgendwie mit dem Teil da durch konnte. Ja. Warum eigentlich nicht, ne? Aber da war jetzt noch was. Da oben. Das war ganz schnell nochmal hin. So, zack. Wir machen jetzt erstmal ganz den Weg hier frei. Okay, das war's auch schon. Hier gibt's auch nochmal Geld. Das sind voll die Geldgierigen. Vor allem in kein Mario und Luigi Spiel sind Mario und Waluigi mal aufgetaucht. Wenn ich so mal an Geldgier denke. Wäre auch mal interessant geworden mit denen. Na gut, dann jumpen wir hier hoch. Und da lang und hier lang. Machen den Weg auf. Verdienen unser Geld dabei. Kann ich mich auch hier hochtricksen? Moment. So etwa? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch mit Luigi schaffe. Es ist auch nicht leicht. Ich glaube, also auf jeden Fall ist das nicht vorgesehen, dass man hier hochkommt. Ich weiß nicht, ich schaffe es gerade nur mit Mario. Ich gehe einfach mal so weiter. Oh, da haben wir ganz schön was zu räumen. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier zuerst lang soll. Ich würde sagen, den Weg, den ich mir eben versucht habe zu glitchen, der kommt ganz gut. Hier verdienen wir unser Geld. Okay. Das war's dann aber auch, ne? Na gut, dann wieder von vorne. Wir müssen jetzt halt ein paar Wege hier abgehen. Also hier ist halt so ein X.
Denk mal, damit können wir Luigi in den Boden vergraben und dann Boden rausziehen. Zumindest war das in den anderen Mario und Luigi Spielen immer so. Deswegen habe ich einfach mal schon die Vermutung. Ich glaube, da drüben ist ein toller Aussichtspunkt. Diese Felsen liegen im Weg, da geht's nicht weiter. Könnt ihr zwei da nicht irgendwas machen? Luigi kann eigentlich nur rumstehen und gucken, aber Mario macht die ganze Arbeit hier. Oh! Das felsige Hindernis ist fort und jetzt ist der Weg frei. Super, dann können wir jetzt zum Aussichtspunkt. Du bist echt jede Münze wert, die sie dir zahlen. Eigentlich bezahlt mich keiner, ich muss selber meinen ganzen Kram suchen. Ich dachte, der gibt mir auch ein bisschen Geld dafür. Naja, was steht denn hier? Oh, ist echt eine tolle Aussicht. Tolle Aussicht, ganz recht. Bitte weiteratmen. Ja, okay. Seht ihr, schaut mal genau hin. Von hier aus kann man das Kissenschloss sehen. Was für ein Anblick. Hallo Welt! Hallo Todd. Du hast mir den Tag gerettet, Mario. Vielen Dank. Den habe ich mir eigentlich für Notfälle aufgehoben, aber jetzt sollst du ihn haben. One-Up. Ein One-Up. Tatsächlich. Also, wenn jetzt Todd stirbt, dann Pech. Er wollte ihn sicher aufheben, aber nö. Okay, was mit Mr. Bohne hier? Ich glaube, das Symbol auf dieser Fliese ist so etwas wie das Wappentier dieser Insel. So eine Art legendärer Vogel. Penhenne oder so? Ich glaube, da sollte ich besser nicht drauf treten. Luigi steht voll drauf. Respektlos. Ey, die Viecher waren auch im Superstar Saga. Im Reiseführerstand südlich von dir gibt es jede Menge Amüsierbetriebe. Freudenhäuser. Der Weg sei riskant, sagt er. Eben ist ein Todd ganz alleine reingegangen. Aber so mutig wie der bin ich einfach nicht. Gut, das heißt, unten warten Abenteuer. Was gibt's hier? Bin ich verläufst, schon auf der Karte auf dem Touchscreen. Ja, das mache ich ja schon. Okay, dann muss ich hier unten lang. Weil wir anscheinend von der anderen Seite irgendwie zurückkommen. Dann mal sehen, was es hier so gibt. Oh, ich sehe auf der Karte Puzzleteile oder sowas. Das gab es auch in Abenteuer Bowser. Nein, Hilfe! Ja, so viel zum Thema der tapfere Todd. Aber ich weiß, was jetzt kommt. Ein Tutorial, wie man mit den Hämmern kämpft. Ist denn da keiner? Zu Hilfe! Mit S. Okay, das war genug. Jetzt wird mit Hämmern gekämpft. Okay. Gib mir bitte kein Tutorial, wie das klappt. Seht nur, die Gegner sind voller Stacheln. Wer drauf springt, tut das sicher will. Probiert einfach die Hämmer aus. Ja, okay. Braucht ihr Tipps? Nö. Okay. Ich kann es überspringen. Auch wenn ich gar keine Ahnung habe. Ich denke, ich muss einfach... Ah, okay. Scheiße, ich kann das ja gar nicht. Das ist jetzt blöd. Ah, sobald der Hammer glänzt. Das ist schwer, glaube ich. Ich verpasse den Einsatz. Langsam dürfte auch der Gegner angreifen. Ja, okay. Keine... Nee, erklär mir nichts. So. Ich bereue natürlich nicht, das Tutorial übersprungen zu haben. So, seht ihr nämlich, ich kann das. Oder das war einfach nur ein Glückstreffer. Muss einfach nur Timing da reinbringen. Und dann geht das auch. Ich habe eben einfach immer viel zu lange gewartet. Was? Okay. Yes. Seht ihr, ein bisschen Übung und dann klappt das Ganze auch. Und hier nochmal. Und zack, bumm, drauf. Exzellent. Aber die halten nur ganz schön was aus. Alles klar. Ich bin der Beste. Ich hab's geschafft.